Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Batman Arkham Asylum. Beim letzten Mal sind wir in die Intensivstation und ja, haben dabei Scarecrow wieder getroffen. Der wollte sein, ja, Gas, sein halluzinogenes Gas hier in der ganzen Höhle verbreiten, aber Killer Croc hat ihn aufgehalten und geschnappt und ja, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich dem guten Killer Croc stellen. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach den Sporen eigentlich bloß in seinem Versteck. Oracle. Ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Genau. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihm. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich schaffe das schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Okay. Alles klar, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viel Lärm machen. Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Ja, damit Croc gar nicht erst was mitkriegt und danach können wir uns auch immer noch um Croc kümmern. Die Falle ist ja schon gelegt. Ich meine, wir könnten auch eigentlich Croc erst anlocken und dann hier durchlaufen. Das wäre die einfache Variante, denke ich. Aber gut, man kann natürlich auch erst durch und sich dann Croc schnappen, ne? Ach du Scheiße. Ah, ist alles super gefährlich. Ganz vorsichtig bleiben, ganz vorsichtig. Bloß nicht Croc aufmerksam machen, das arme Krokodil. Boah, wo ist der denn? Ist der nicht unter Wasser und macht da seine Späße? Okay, auf jeden Fall kommen wir näher scheinbar. Nur noch knappe 140 Meter in diesem Tempo. Gibt Spannenderes, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, von dem guten Croc hier geschnappt zu werden, muss ich sagen. Deswegen machen wir das schön langsam und vorsichtig. Und hoffen mal, dass der gute Killer Croc da auch nichts weiter mitkriegt. Eieiei, ich frag mich, was er mit dem guten Crane gemacht hat, mit Scarecrow. Eieiei. Das hier ist immer das Schlimmste. So, da drü... Ah, nee, wir sind immer nur... Hier gibt's nur so eine blöden Holzpanels scheinbar. Gibt's hier nicht mal irgendwo Steinboden, wo ich mich mal sicher drauf stellen könnte? Wahrscheinlich nicht, aber gut, okay. Momentan machen wir das alles noch sehr gut, denke ich. Wir kommen auf jeden Fall der ganzen Geschichte näher. Batarangs könnte ich gebrauchen. Das hat gerade schon sehr gut funktioniert, als er uns angreifen wollte. Er hat ja immer noch dieses elektrisierende Band um. Das, wenn wir das aktivieren, können wir ihn ja auch kurzzeitig stilllegen, wie wir gesehen haben. Oh, guck mal, da ist er ja. Oder auch nicht. Okay, das ging schon mal ziemlich in die Hose, möchte ich sagen. Ich dachte, ich sollte das mit dem Batarang machen. Wahrscheinlich ja, aber wahrscheinlich soll ich es im richtigen Moment werfen. Ich dachte, schnell Batarang wäre hier die Variante, aber scheinbar ist dem nicht so. Ach so, mit dem schnell Batarang geht's nicht, aber wenn man zielt, geht's. Okay, na, von mir aus. Man muss halt doch ein bisschen zielen. Schnell ist halt nur ungefähr auf ihn. Zielen funktioniert dann. Okay, von mir aus. passiert. Ich meine, mir war noch bewusst... Ja, mir war noch bewusst, dass ich irgendwie was mit dem Batarang machen muss, aber dass ich zielen muss... Ernsthaft. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen, Kollege? Ich verstehe gar nicht, was du so von mir willst. Ich bin eine Fledermaus, ich schmeck nicht mal sonderlich gut. Und dabei bewege ich mich doch schon super langsam hier. So, aber hier sollen... Ah, guck mal, da rechts sind die ersten Sporen, glaube ich. Das sieht doch sehr danach aus. Das sieht doch sehr nach den Sporen aus, die wir brauchen. Sehr gut. Ähm.
So. Hing ein bisschen hoch. Na komm, ach Gott, jetzt sag mir bloß, das sind nicht genug, ne? Diese natürlich Sporen nicht. Enthalten nicht genug Anti-Venom. Ich muss unbedingt mehr finden. Ach, natürlich. Dann suchen wir weiter. Ich meine, wir wissen ja jetzt, wie wir den guten Killer Croc wieder unter Kontrolle kriegen können. Von daher sollte das alles kein so großes Problem sein. Zielen mit dem Batarang. Ja, ja. Bleib mal ruhig, Kollege. Ui, aufpassen. Mann. Er ist ja... Man muss ja ganz klar sagen, er ist weniger eine Gefahr, wenn man weiß, was man machen muss genau, als mehr eine... Ja, einfach nur... Ist ein bisschen nervig, wenn wir mal ehrlich sind. Ich muss einfach nur zielen und fertig. Ach, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, Schnellbatarang war nicht so clevere Idee. So, jetzt rechts oder links? Are you shitting me? Von hinten? Ah, da sind die Sporen, sehr schön. So, während er hier ein bisschen selbst Krach macht, können wir auch ein bisschen schneller gehen, glaube ich. Weil er dann ja selbst nicht so viel mitkriegt. Sehr schön. Da hätten wir die nächsten Sporen. Ich hoffe, da sind jetzt ein paar mehr drin. Als im letzten. Eieiei. Na komm, wie viel ist es? Na, das wird niemals reichen, natürlich nicht. Das ist nicht gut. Jetzt. Das war knapp. Jetzt können wir gerade mal ein bisschen schneller machen. Okay, vielleicht doch nicht zu schnell. Also rennen sollten wir vielleicht doch nicht. Aber wir können gerade mal ein bisschen schneller uns bewegen. So, die Frage ist jetzt links oder geradeaus? Ich vermute mal geradeaus. Hä? Ja, wird weniger. Wird weniger. Gib Ruhe, Junge. Meine Güte, der ist auch schon ein bisschen anstrengend, ne? Man muss jetzt aber aufpassen, der scheint jetzt auch gerne mal von hinten anzugreifen. Liegt aber wohl, der scheint aber auch generell anzugreifen, nicht nur wenn ich laut bin, aber wahrscheinlich wenn ich laut bin, greift er noch öfter an. So, warte, ich warte kurz, bis er das Ohr einrennt. Und dann haue ich ihn um. Und dann können wir jetzt ein bisschen schneller machen, so jetzt recht. Are you shitting me? Wieso kommst du schon wieder? Vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen langsamer bewegen. Ich habe fast das Gefühl, ich bewege mich ein Ticken zu schnell. Zumindest wundert es mich, dass der schon wieder rauskommt. Schön vorsichtig wieder. Am Anfang hat das ja noch sehr gut geklappt. Jetzt kam er vor allem gerade um die Ecke gerannt. Das war richtig unfair, fand ich ja. Wenn ich mal ehrlich bin. Aber wir machen auch schon relativ viel Krach, muss man sagen, ne? Komm schon. Ich bleib auch extra langsam, mein Freund. So, jetzt rechts oder links? Da sind irgendwelche toten Ratten. Okay, wahrscheinlich da hinten in der Ecke, links hinten in der Ecke dann. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich finde dich, Batman. Okay. Rede du mal. Von hinten. Hier irgendwo müssen sie sein, die blöden Sporen. Ah, ich sehe ja noch, sehe sie noch nirgends. Das ist das, was mir gerade weniger gefällt. Boah. Ach, guck mal. Da sind sie, die Sporen. Danke. Sonst hätte ich das Ding noch in die Luft jagen müssen. Das hätte ja gedauert. Und das hätte auch genug Krach gemacht. Wahrscheinlich, wenn wir zu viel Krach machen, weiß er genau, wo wir sind und kann direkt von unten kommen, was das Ganze nochmal ein bisschen problematischer macht. So, holen wir das Zeug schon mal runter. Und nehmen uns die Sporen und dann müssen wir wahrscheinlich gleich nach rechts weiter. Ganz ruhig, Kollege. Meine Güte. So, schnell die Sporen einsammeln. Eieieiei. Aber das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen, oder? Ich brauche noch mehr. Ich habe mir fast gedacht, dass er jetzt da kommt, muss ich ehrlich sagen, weil er das Ding einrennt.
Okay, ich habe fast das Gefühl, der kommt einfach immer ab und an, egal wie laut ich bin. So langsam habe ich nicht das Gefühl, dass das an meiner Lautstärke liegt, sondern einfach tatsächlich... Brauche ich echt noch zwei Sporen, so wie das aussieht? Von der Menge her brauche ich locker noch zwei, hä? Wie viel Zeug brauche ich denn überhaupt? Ich meine, klar, es ist ein Gegenmittel, aber wie weit kann man das nicht irgendwie vielleicht künstlich vervielfältigen oder so? Weiß nicht, chemisch analysieren? Und einfach vervielfältigen? Und ich verstehe immer noch nicht, warum wir den Typen nicht einfach am Anfang in die schon gelegte Falle gelockt haben, sondern jetzt uns hier noch mit dem erst einen Kampf liefern auf Leben und Tod. Das ist doch total dämlich. Okay, die Richtung stimmt. Nee, stimmt nicht. Hier lang? Die Richtung stimmt, okay. Dann halt hier weiter. Der kommt bestimmt gleich wieder von hinten. Muss aufpassen. Wenn er von hinten... Ah, hier ist jetzt ganz gefährlich. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Weil er hier von so vielen Stellen kommen kann. Das ist das, was mich so stört an dieser Stelle gerade. Deswegen hoffe ich mal, dass er hier nicht zu oft kommt. Da hinten sind die Sporen. Sehr schön. Sehr gut. Hoffen wir mal, dass das schon reicht. Ich glaube es aber fast nicht. Kommst du nochmal, bevor ich die Sporen kriege? Du gehörst mir, Batman. Was ist das denn jetzt? Er ist jetzt ein bisschen ungünstig. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Oh Gott. Das wird ja jetzt richtig spaßig. Ich sehe, was ich jetzt machen darf. Wow, ganz ruhig, Kollege. Und wieder den Batarang. Okay, in die Richtung. Oh Gott, jetzt greift er wieder von unten an. Okay, die Richtung stimmt nicht ganz. Merke ich. Wir müssen woanders lang. Oh, Gottes Willen. Du gehörst mir, Batman. Die Richtung stimmt auch nicht. Die Richtung? Die Richtung. Okay, nein, das ist so ein Teil wieder. Ganz ruhig bleiben. Guter Killer Croc, jetzt muss ich auch noch aufpassen, ob er mich von unten angreifen will oder ob er mich von vorne angreifen oder hinten angreifen will. Ach, Gottes Willen. Gefährlich, gefährlich. Die Richtung, oder? Ja. Lalalalal. Ich hab Hunger, Batman. Ja, das ist schön. Hast du dir nicht gerade Scarecrow geschnappt? Warum brauchst du mich noch? Ganz ehrlich, warum brauchst du mich noch? Zack. Lass mich raten. Jetzt will er mich gleich wieder von unten attackieren. Weil das wieder nicht geklappt hat. Ja, war ja klar. Okay, soweit so gut. 100 Meter noch. Ich glaube, das ist tatsächlich dann das Letzte, was wir brauchen, oder? Ich hoffe mal. Dieses Spielchen hier wird mir langsam ein bisschen zu anstrengend. Lass mich raten, ich muss da nach rechts, oder? Muss ich nicht? Doch, muss ich. Ich muss auf jeden Fall hier nach in die Richtung. Und wahrscheinlich kommt er gleich wieder da unten her. Hier sind mehrere Stellen. Das gefällt mir jetzt nicht. Komme ich hier jetzt einfach vorbei? Ich habe deine Meldung aufgenommen. Hast du? Okay, das funktioniert nicht. Das gefällt mir jetzt aber dann nicht. Da muss ich das Ganze umgehen, okay. Dann muss ich das Ganze halt umgehen. Oh, Gottes Willen. Gib doch mal Ruhe, Junge. War es das nicht langsam? Ah, okay, da hinten sind die Sporen. Ich sehe sie. Oh, meine Güte. Kannst du nicht mal langsam Ruhe geben, Kollege? Ich meine, du hast jetzt keine Ahnung wie oft probiert und es hat nicht geklappt. Tschüss. Wie oft willst du es denn noch probieren? Lass mich raten, du probierst es jetzt wieder von unten. Oder?
Tatsächlich mal nicht. Das ist ja toll. Okay, ganz vorsichtig. Vielleicht kommt er nochmal. Ja, ne, ist klar, ne? Ich muss doch da aber hin, Freunde. Was soll ich denn da machen? Ja, ja, lauf los, ist klar. Das ist ein bisschen blöd, dass es Insta-Kill ist, muss ich mal sagen. Boah, wie weit müssen wir denn? Ach, Gottes Willen. Passt mal auf, wir sehen uns gleich wieder. So, okay, da sind wir wieder. Diesmal habe ich einfach schnell das Zeug eingesammelt, bevor er jetzt wahrscheinlich gleich von unten kommen kann. Sind das jetzt endlich genug Sporen? Ich wusste halt nicht, wo ich... Ich muss zurück zur Bathöhle und das Gegenmittel entwickeln. Sehr schön. Das Problem war... Ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Croc? Er wird kein Problem sein. Ah ja, okay, wenn du meinst. Das Problem war... Oh, komm, ehrlich. Das Problem war ja, ich musste ja dahin, um weiterzukommen. Ach Gott, hier geht's nicht mal lang. Ich musste ja dahin, um weiterzukommen, konnte ja aber nicht da langlaufen, weil der ja sonst anfangen würde, genau diesen Teil da wegzuhauen und ich die Sporen nicht mehr einsammeln konnte. Deswegen war ich etwas irritiert, wo ich hinlaufen soll. Wahrscheinlich hätte ich einfach zurücklaufen können. Boah, jetzt kommt er aber immer sehr... sehr stark da raus, wo er rauskommt, oder wo ich stehe. Das ist ja schon echt nervig langsam. Okay. Jetzt haben wir es zum Glück nur wieder halb... eine halbe Ewigkeit müssen wir bloß jetzt wieder laufen hier, bis wir zur Bathöhle kommen. Da lang? Ach Gott, jetzt muss ich mich darüber hangeln. So, darauf habe ich nur ganz kurz gewartet. Ich komme aber da nicht rüber. Doch, jetzt. Ach, weil Croc noch da war, ja. Sehr schön. Wahrscheinlich könnte man, wenn man ein bisschen clever ist oder das ein bisschen clever macht, einfach die ganze Zeit das Ding benutzen. Weil man damit ja echt schnell vorankommt, theoretisch, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ich weiß nicht, wie sehr das so planmäßig so wäre. So, jetzt warten wir ganz kurz, bis er nochmal auftaucht. Kommt doch sicher gleich wieder, oder? Da ist er ja. So, und wir können uns dann einfach hier rüber machen. Ist bestimmt hier lang, oder? Ja. Ich könnte das ja eigentlich... Oh, na gut, ich probiere es jetzt nicht aus gerade. In dem Moment. Fuck, falsche Richtung. Ja, das ist dann natürlich das Problem. Wenn man es so machen würde, würde man schnell in eine falsche Richtung, in eine falsche Richtung laufen, beziehungsweise sich hangeln. Das ist dann natürlich auch nicht so hilfreich. Ja, ja. Also ich muss ganz... Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen sehr viel mit ihm. Ach, komm schon. Es wird ja auch nicht spannender, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ist ja im Endeffekt schon immer wieder das Gleiche. Jetzt kommt er gleich wieder von unten, zwar so klar. Kann ich aber wenigstens... Ich meine, das Ding von unten hat den einen großen Vorteil, dass man wenigstens ein bisschen flotter vorankommt. So, jetzt geradeaus. Jetzt habe ich wieder 50 Wege hier. Ich den Battering, ja. Hier nicht. Hier nicht. Hier. Weil man ja auch immer noch... Boah, jetzt geht das wieder los. Weil man ja auch immer noch rausfinden muss, in welche Richtung man eigentlich muss. Gerade bei so einer größeren Kreuzung. Kreuzung. In Anführungsstrichen. So, jetzt rechts. Nein. Weiter geradeaus, okay. Weiter geradeaus, von mir aus. Da war doch eine von den Sporen. Toll, sind wir quasi wieder hier. Das heißt doch jetzt wahrscheinlich in die Richtung. Wow, wollte doch sagen, das sieht sehr aus, als müsste ich jetzt laufen. Und?
und ganz vorsichtig wieder. Sehr schön, gleich haben wir es geschafft. Du kannst mir nicht entkommen. Kann ich nicht? Das sehe ich aber anders. Lauf, Betz, lauf! Oh oh. Nicht schön. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss hier. Warum muss ich das jetzt von dieser Perspektive machen? Das macht es nicht einfacher. Muss ich mal sagen. Andere Perspektive wird es deutlich einfacher machen. Weil ich wüsste, wie ich laufen muss. Ah, sehr schön. Hier ist doch die Falle, oder? Komm, ich habe hier eine Falle für dich. Du glaubst, du hast mich in eine Falle gesteckt. Bam. Das wäre ja fast noch ins Auge gegangen. Gottes Willen. Das war anstrengend. So, ab zurück zur Betthöhle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich weiß, wo die Betthöhle ist. So halbwegs zumindest noch. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, was mich persönlich, muss ich in die Richtung? Ja. Was mich persönlich so ein bisschen gestört hat an der ganzen Sache war, dass es mehr oder minder, nebenbei kann man ja schon mal ein Upgrade nehmen, dass es mehr oder dass vieles von dieser ganzen Geschichte, ja, sofortiger Tod war. Dadurch konntest du halt, wie gesagt, an der Stelle, wo ich halt kurz überlegen musste, ich musste kurz überlegen, wo ich hinrenne, weil ich ja noch später das Zeug sammeln muss. Das heißt, ich konnte schlecht dahin rennen, wo das Zeug ist, sondern musste in eine andere Richtung und das war halt dann zu spät. Da hatte ich nicht genug Zeit dafür. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Was habe ich denn nie geholt? Achso, Kombo mit dem Batarang. Diese ganzen Batarang-Sachen benutze ich halt irgendwie nie. Ja, komm, machen wir mal hier den kryptografischen Sequenzer ein bisschen besser. Das muss ich sagen, war ein bisschen, naja, nicht ganz so schön. Warte mal, da ist überhaupt nichts. Ich kann auch einfach dahinter. Oh, wieder Joker-Szene hier. Erledigt, erledigt und erledigt. Ist das die Stelle, wo ich den beim letzten Mal gesehen habe? Geht die Tür jetzt auf? Ja, scheinbar. Gut, warum war die Tür vorher verschlossen? Wer hat sie verschlossen und warum? Keine Ahnung, ich war es nicht, aber jetzt geht sie auf jeden Fall auf. Tach, was wollt ihr denn hier? Oh, warte mal, der Typ hat eine Knarre. Und zack. Und sehr schön, und jetzt den kurz erledigen. Weil der ein bisschen nerviger wird. Alter, sieht schon geil aus. Wo ist denn der andere Typ? Hier ist doch gerade irgendeiner weggerannt. Bin ich mir ziemlich sicher. Das lässt du mal wieder fallen, Kollege. Geht's ihm gut? Ich weiß nicht, ob es euch gut geht. Warum konnte ich jetzt den Typen nicht werfen? Achso, da ist der. Der hat sich eine Kiste geholt. Mist, der war echt schneller als ich. Okay. Wie viele sind denn hier überhaupt noch übrig? Achso, nur noch du. Okay, das war ein bisschen komisch gekämpft, aber ist ja jetzt auch egal. Wir wollen zu unserer verdammten Betthöhle. Ach, die blöden Pflanzen hier, ne? So, ich hole mir nur ganz kurz noch diese komische Trophäe hier, wenn sie schon mal hier steht. Ich glaube, du hast es gespürt. Die Pflanzen spielen verrückt. Ich sehe seismische Ausschläge überall. Das ist nicht gut. Ach, sag bloß. Okay, ich habe die Proben. Ich gehe jetzt zur Betthöhle, um das Gegenmittel herzustellen. Gut, ich würde dir raten, dich zu beeilen, aber ich bin sicher, du weißt, was du tust. Melde dich in der Höhle, wenn du was brauchst. Natürlich weiß ich, was ich tue. So, und dann einmal wieder zurück. Sehr schön. Und dann kann ich jetzt da nach oben. Und dann jetzt das Gegenmittel herstellen. Ui, das ist aber auch gefährlich hier. Wenn du da ein bisschen zu weit rechts oder links auf einmal bist. Scannen und öffnen. Weil dein Umhang ein bisschen kaputt ist vielleicht, ne? Dann bist du auch gleich tot. Das wisst ihr auch nicht. Aber gut, im Notfall hat der gute Bruce ja immer noch seinen Greifhaken, mit dem er wieder hochkommt, ne? Von daher. So, dann analysieren wir den ganzen Spaß mal. Wie dicht bist du an der Entdeckung der Heilung? Nah dran. Es ist schwieriger, als ich dachte. Das Verfahren ist langsam, schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein.
Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, ihre Pflanzen haben den Gotham River erreicht. Batman! Bruce, ist alles okay? Mir geht's gut. Ja, der Computer rechnet aber nicht mehr, hä? Verdammt. Okay, was haben wir denn jetzt wieder zusammengebaut hier? Was ist denn für ein hübsches Teil? Die Ultra-Bat-Claw. Zusätzliche Befestigungspunkte erlauben es aus der Entfernung. Ah, sehr schön. Könnte hilfreich sein. Ultra-Bat-Claw. Na gut, dann gehen wir mit dem Ding mal. Ach, blöden Pflanzen, ey. Okay, dann müssen wir jetzt bloß irgendwie wahrscheinlich Ivy direkt das Zeug injizieren. Die ist ja mit den ganzen Pflanzen irgendwie verbunden. So, die Frage ist daraus, wollte doch sagen. Das sieht doch aus wie... Nein. Dieser Weg wird von Pflanzen blockiert. Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Sag bloß. Werden hier alle Wege jetzt von Pflanzen blockiert? Weil der da links ja auch, so wie es aussieht. Ach, kann ich jetzt, warte mal, mit der Ultra-Bat-Claw kann ich jetzt bestimmt das Ding da aufmachen. Genau. Und komm schon. Na, sehr schön. Komm mal hier raus. Zum Glück habe ich immer auch noch einen dritten Weg hinaus. Wäre ja schlimm, wenn nicht, ne? Komm ich hier auch durch? Okay. Batman zu fett einfach. Ach, guck mal, hier sind wir wieder. Bei den Klippen vor der Bathöhle. Ach, und ich muss mir jetzt einen Weg suchen, wieder zurück auf die Insel zu kommen. Hätte ich doch bloß meinen... Ich hab doch... Hab ich nicht einen Batwing? Könnte ich nicht einfach den Batwing rufen, damit der mich wieder hochbringt? Naja, gut. Was soll's. Was soll's. So, bis da drüben. Komm ich bis da drüben geflogen, ist die Frage. Ja, doch, sollte reichen. Auch wenn die rechten Flügel ein bisschen problematisch inzwischen schon sind. So, dann nehmen wir gleich die komische Trophäe hier noch mit. Schaden tut's nicht. So, und jetzt müssen wir irgendwie da rüber. Da nehmen wir am besten die gute Seilrutsche hier. Vom guten Deathstroke. Aber ein bisschen verbessert. Der braucht jetzt keine zwingenden Ankerpunkte mehr. Wie früher noch. Okay, wo jetzt lang? Geht's weiter nach oben? Ich muss irgendwie da rüber, das ist klar. Ich könnte auch darüber fliegen. Kam ich von da, oder? Ich glaube, ich kam von da, oder? Probieren wir mal darüber zu fliegen. Das da sieht grün aus. Sehr schön. Oh, eine Riddler-Trophäe habe ich gar nicht gesehen. Ach, guck mal. Und jetzt können wir uns darüber machen. Kommen wir hier jetzt auch irgendwie wieder hoch? Okay. Aber jetzt bin ich wieder da, wo ich gerade losgeflogen bin, oder? Ja. Heißt, das war nicht die Idee. Das heißt, wir brauchen einen anderen Weg. Oder wir sollen woanders hin. Aber nach da oben komme ich ja nicht, ne? Auch nicht von innen. Oh, doch, da. Da kann ich mich weiter nach oben machen. Sehr schön. Und von hier oben kann ich dann nämlich auch darüber mit dem Seilwerfer. Ah, da links ist der Eingang zur Betthöhle gewesen, habe ich gerade gesehen. Sehr schön. Das heißt, das hier muss der Ausgang sein. Aus diesem Klippengebiet. Ja, das sieht gut aus. Und abwärts. Ui, das war aber knapp. Perfekt berechnet, würde ich sagen. Ach Gott. Pflanzen blockieren jetzt überall hier, kann das sein? Dann halt da raus. Ich glaube, der andere Weg wäre auch der zur Betthöhle gewesen, tatsächlich. Ach, guck mal, jetzt sind wir ja wieder hier. Mal wieder im alten Abwassersystem. Da kommen wir auch viel zu oft hin, finde ich. Ach Gott. Au! Ich dachte, ich wäre ausgewichen, aber nicht gut genug. So, meine gute Pflanze. Dann zack. Erledige ich dich mal.
Boah, jetzt sind ja auch noch Pflanzen hier unten. Worauf... Batman, ich führe eine Simulation über die Zerstörung durch die Ibis-Pflanzen anrichten würden, wenn sie Gotham erreichen. Die kommen nicht weit. Mein Gegenmittel wird sie und Ivy aufhalten. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Und außerdem, was hast du vor mit dieser Simulation? Gegenmaßnahmen wenigstens einzuleiten? Weil wenn nicht, bringt eine Simulation auch nicht viel. Man muss ja nicht einfach eine Simulation laufen lassen, nur um eine Simulation laufen zu lassen. Wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwasserrohre und sie scheinen titanverseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe mal nach. Das sieht ja wirklich nicht geil aus. Oh, verdammt, noch eins. Geht mir doch noch nicht so auf den Sack, ihr blöden Viecher. Ach, warum wachsen Pflanzen auf Stein? Das ist voll unlogisch. Damit rechnet doch kein Mensch. Auf Stein, ich bitte euch. Da können die doch niemals Wurzeln schlagen. Das Titan sieht schon echt widerlich aus. Komm, 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 komm. Zerstör das Ding. Ja. Und außerdem schaffen die es jetzt aus irgendeinem Grund, zwei von ihren blöden Kugeln auf einmal loszulassen. Das finde ich auch nicht so geil. Kann ich die nicht einfach von der Entfernung irgendwie erledigen? Das würde alles... Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Oh, jetzt. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Ja. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Ach Gott, nein, nicht noch so ein Vieh. Okay, der will also ganz Gotham mit Titan verseuchen. Interessant. So, ich komme auf jeden Fall erstmal darüber. Und hepp. Vorsichtig. Ach, hat mich das Vieh schon wieder getroffen, ey. Die gehen mir auf den Sack, die blöden Pflanzen, ganz ehrlich. Darf ich das mal sagen? Die sind schrecklich, die Viecher. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Okay. Ich lege sie alle Stellen. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Hoffen wir es mal so, wo jetzt weiter? Da kann ich mich, glaube ich, nicht festhalten. Vielleicht einfach auf der anderen Seite weiter. Vielleicht bin ich hier in die falsche Richtung. Ah nein, warte, warte, warte. Ah, Moment. Ich kann mich ja da nicht festhaken, weil hier alles zu... Weil hier alles zu schnell zusammenfällt, aber dafür reicht es komischerweise, um sich daran festzuhaken. Wobei, ich hake mich gerade an der Wand dahinter fest. Ich will, dass es jetzt erledigt wird. Du hast ihn gehört. Bist du fertig? Ja, wir laufen mit Höchstleistung. Es pumpt das Zeug literweise raus. Was wird es bewirken? Wen interessiert's? Okay, warte kurz. Da brauchen wir erstmal die. Das weiß doch jeder. Na komm. Tag auch, Freunde. Kommt ihr her oder soll ich hinkommen? Es ist die Fledermaus! Ja. Das habt ihr noch nicht mitgekriegt. Ihr seid langsamer, als ich dachte. So, du wirst mal geworfen. Hier, auf deine Kollegen. Du schlägst wie ein alter Mann. Ist ja schlimm. Wenn ich schlage wie ein alter Mann und euch trotzdem fertig mache, dann solltet ihr euch mal Gedanken machen, denke ich, ne? Und zack. Sehr schön. So. Hallo? Tag, Joker. Unglaublich. Ich nehme an, das bist du da drin, Bats. Ja, das stimmt ziemlich. Genieße, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Grab. Na, wenn du meinst. Ich glaube ja nicht, dass diese Höhlen mein Grab werden. Oh, ein Tonband. Über Killer Croc. Na gut, okay. Den haben wir ja jetzt schon besiegt, dann brauchen wir auch kein Band mehr. Ach komm. Schießt, um zu töten. Ich mache nichts anderes. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ach, Mist, den falschen ausgeschaltet. Gut, ist im Endeffekt aber auch egal. So, ist das einer von diesen Kontrollräumen? Ich glaube, das ist der Kontrollraum hier. Er ist mit euch da unten und lässt euch wie Überwachungsfehler. Hier muss ich wahrscheinlich irgendwie die Sachen ausschalten. Überwachungsfehler, Überwachungsfehler. Komm schon, blöder Zahn. Oder
blöden Zähne. Ah, ich glaube, ich bin richtig. Hier ist ein Kontrollraum. Kontrollraum 1. Oh, Dach. Kann ich bitte da ran? Danke. Du magst Höhlen. Steck deinen Kopf raus, dann blase ich ihn dir weg. Ja, ja, bleibt mal ruhig, Kollegen. So, wir haben 7 Gegner. Meine Güte. Jetzt legen sie aber los hier. Nummer 1. Hey, geh von mir runter! Nö, warum sollte ich? Außerdem bin ich doch gar nicht auf dir drauf. Nummer 2. Hey, geh von mir runter! Ich lass dich hängen, Freundchen. Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Okay, so, passt mal auf hier. Schall... Verdammt, das war falsch. Ich wollte den Schall-Batarang. Schall-Batarang. Freunde, guckt mal. Bam. Ach, schade, es kann immer nur einen ausschalten, leider. Ja, was zum... Wo hinkt denn der andere Typ gleich noch? Ach, da, wo ich gerade drauf war. Ich bin sicher, es kam von da. Ja, ja, seid ihr mal sicher, Kollege. Vor allem legen sie sich erstmal, stellen sie sich erstmal da drüben hin. Habe ich noch irgendwas? Kann ich mit der Bettler jetzt nicht irgendeinen hier irgendeinen fertig machen? Sind es jetzt echt nur. Ne, ich wollte schon sagen, sind das nur noch 2? Es waren noch 7 am Anfang. Da sind noch 2 in den. Okay. An die muss ich mich dann ranmachen später noch. Die werden dann noch ein bisschen schwieriger. So, der kommt doch jetzt wahrscheinlich nach oben. Helft mir! Sei still, ich kann zu euch ab! Wir kommen, wenn die Fledermaus tot ist! Das kommt er bestimmt, Freunde. Oh, jetzt kommen die anderen. Jetzt kommen auch die anderen an langsam, beziehungsweise ich einer davon. Das in einer Flutwelle zerstören, ausgelöscht wird. Ist das zu viel verlangt? Ja, das ist leider zu viel verlangt. Ich könnte ja auch mal gucken, ob ich vielleicht damit was machen kann hier. Mit den Lüftungsschächten. Man muss sich ja nicht immer nur auf das gute Alte verlassen. Ich sag dir, wenn es einen Ort gibt, wo du eine Fledermaus erwarten würdest, dann ist das unten in einer stinkenden Höhle. Hm, wenn du meinst. Guck mal, hier können wir doch zum Beispiel mal das Gel dran machen. Wie lange braucht denn der Schall-Batarang eigentlich? Ah, wahrscheinlich, weil er jetzt ein Schock-Batarang auch ist, braucht er zu lange. Ah, warte mal, wenn ihr hier unten gleich langkommt, Freunde. Ich will nicht den Schall-Batarang, warte, ich will das hier. Kommen sie da lang? Naja, wenn sie einen von beiden erreichen, kann ich das Zeug auf jeden Fall zünden. Sie bedeuten dir also nichts. Na, dann schauen wir mal. Gut, das glaube ich ihm sogar. Okay, da komme ich nicht so einfach ran. Machen wir mal da hoch. So, wo sind denn die beiden jetzt? Was machen die denn da? Ich dachte, ich hätte sie jetzt vielleicht... Könnte sie vielleicht da irgendwo hinlocken. Ich aus Blackgate, um mich in den Untergrund zu schicken. Es muss an... Ah, hätte fast geklappt. Aber vielleicht habe ich jetzt ihre Aufmerksamkeit. Wie komme ich denn an den da hinten am dümmsten ran? Guck mal, jetzt haben sie sich geteilt auf jeden Fall. Ist gut für mich. Wenn jetzt einer hier rüberkommt, kann ich den ausschalten. Dann mir den anderen holen und dann kann ich immer noch gucken, was ich mit dem letzten Typen mache. Hat er mich gesehen? Dammit. Das war nicht so gut. Da wollte ich es jetzt zu schnell. Da wollte ich zu viel jetzt. Ich hätte einfach warten sollen. Wo ist der hin? Achso, du bist da. Mensch, was machst du denn hier? Du bist jetzt auch rausgekommen. Na, dann würde ich sagen, tschüss. Vielleicht, weil ich Krach gemacht habe. Okay, erledigt. Ja, vielleicht will das wirklich keiner, Joker. Vielleicht will das wirklich keiner. So, dann nehmen wir mal hier das noch. Zack.
Schaden tut es auf jeden Fall nicht. So, kann ich jetzt hier irgendwas deaktivieren? Da. Ah, okay. Dann gucken wir mal, ob unser verbesserter kryptografischer Sequenzer da jetzt sogar was machen kann. Ich meine, ich glaube, der hätte nicht zwingend verbessert sein müssen. Aber es macht die Sache, glaube ich, einfacher. Die waren ja sehr nah beieinander diesmal. Alle drei. Die waren ja richtig nah beieinander. Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Ach Gott, da sind schon die nächsten. Wir müssen nur noch zwei finden. Da sind schon die nächsten Typen. Mensch. Ich hab sie doch gerade hier irgendwo gesehen. Ach, da drüben rennen sie rum. Was machen wir hier nochmal? Gut. Ich würde aber sagen, wie wir die Unterstützung fertig machen und die beiden anderen Pumpstationen finden und ausschalten und dann hoffentlich auch irgendwann mal den Joker eliminieren, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham Asylum. Bis dahin, ciao.